Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Wir befinden uns mit unserem Schurken Level 101 hier in Erenos. Das ist irgend so ein Ort vor oder hinter, je nachdem wie man sieht, Pelagir, das ist hier drüben. Und wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass dieser Ort noch nicht an die Haradrim gefallen ist, was natürlich hervorragend ist. Und wir haben gehört, wie uns eine Frau gerufen hat. Und wahrscheinlich diese hier, Glathryll. Zuflucht im Osten. Seid mir herzlich gegrüßt. Bitteschön. So, außerdem sollten wir ja auch am Tor noch mit jemandem reden. Da drüben offenbar. Für den Epos. Ah! Ich wundere mich hier. Was ist hier los? Ich habe noch einen der Eindringlinge in der Nähe gesehen. Aha. Er ist dorthin, die Stadtmauer entlang. So. Ich habe gesehen, wie ihr diese bösen Krieger bekämpft habt. Und ich möchte euch dafür danken, dass ihr das Land etwas sicherer gemacht habt. Aber wenn ihr jetzt geht, sind wir noch immer in großer Gefahr. Ich habe noch einen der Eindringlinge in der Nähe gesehen. Er scheint eine Art Hexer zu sein, denn er trug eigenartigen Schmuck und murmelte seltsame Dinge vor sich hin. Er ist dorthin, die Stadtmauer von Erenos entlang. Sprecht mit dem Hexer der Haradrim nahe Erenos. Wir sollen mit ihm reden, nicht ihn bekämpfen. Wir nehmen trotzdem mal die anderen Aufgaben an. Eventuell müssen wir ja hier draußen gleich direkt noch ein paar Sachen mehr machen. Was hast denn du noch? Bringt ihr Neuigkeiten? Sprecht mit Tucham. Und sammelt Körbe in Erenos, sammelt Stoff in Erenos und sammelt Blumen in Erenos. Das ist eine wiederholbare Aufgabe. Gibt es denn hier, da drüben ist dann noch ein Ring. Ach so, das ist Tuchan mit seinen Schweinen. Untersucht die toten Korsaren in Erenos. Okay. Blühende Malos. Noch nie gehört. Gut, dann würde ich sagen, wir sammeln hier Blümchen und Stoff und Leichen und so weiter ein. Hier vorne liegen die Toten am Eingangstor. Ich wollte gerade sagen. Balken ist abgelaufen, kein Geräusch. Zack. Gucken wir uns die hier noch an. Okay, dieser Korsar liegt mit dem Gesicht in einer Pfütze. Schön für ihn. Dieser Korsar scheint ertrunken zu sein. Auch wenn er sich direkt vor Erenos befindet. Die Kleidung des Korsaren ist feucht. Und die Kleidung dieses Korsaren ist völlig durchnässt und seine Stiefel sind voller Wasser. Tja, da würde ich mal sagen, haben hier die Damen des Flusses, des Gilrain und der anderen Flüsse, offenbar die Hand im Spiel. Und wenn ich mir das hier so angucke, Körbe, Tücher und Blumen, werden das wahrscheinlich solche Opfergaben werden. So, wir haben alles, oder? Seid gegrüßt. Sprecht mit Nimithil in dem Feste Anklebet. Oh Mann, da kommen wir doch aber schon her. Das ist doch doof. Da waren wir jetzt schon so oft wieder zurück. Das ist nervig, sowas. So, wir können die Aufgabe ja was dreimal machen. Bringt den Opferkorb zum Gilrain, zum Serni und zum Sirit. Das sind halt die Flüsse. Und wahrscheinlich kann ich mir gut vorstellen, dass deswegen eventuell sprecht mit dem Hexer, ja, machen wir. Dass deswegen ja die Damen der Flüsse hier den Leuten geholfen haben. Wo ist er denn? Erenos. Da ist er ja. Haradrim Zauberer. Der große Meister, dem wir folgen, belohnt jene, die ihm treu dienen, mit Unsterblichkeit. Natürlich, das werden wir auch gleich sehen, wie unsterblich du bist. Aber vorher wollen wir uns noch einen kurzen Snack genehmigen. Ihr könnt meine Männer töten, verhasster Hobbit, und vielleicht auch mich. Aber ihr werdet, jetzt kommen gleich die alle noch dazu, ich sag's euch. Ihr werdet niemals siegreich sein. Der große Meister, dem wir folgen, ist sehr großzügig und belohnt jene, die ihm treu dienen, mit Unsterblichkeit. Ihr könnt jeden Korsaren und jeden meines Volkes töten, aber die Befehlshaber der Armeen des Meisters werden immer wiederkehren, selbst wenn sie sterben. Aha. Wie du meinst. Aber vielleicht können wir trotzdem mal ein paar Schritte zurückgehen, falls die nämlich jetzt gleich hier kommen. Achso, er ist schon betäubt. Schade. Jetzt wollte ich ihm nämlich gerade noch eine verpassen.
Der ist auf jeden Fall ziemlich mächtig. Der Hexer haucht seinen letzten Atemzug aus, aber sein spöttisches Lächeln bleibt. Mhm. Gut, dann stellen wir hier noch die Geschenkkörbe auf. Und ja, auf dem Weg kommen wir bei Aragorn wieder vorbei und dann gehen wir nochmal in die Feste Anglebot. Ist das denn egal, wo hier am Fluss? Irgendwo? Aha, hier. Nein, ein Stück zurück. Hier. Mhm. Ich fühle mich geehrt, Schurke. Ich hoffe, dass ihr unsere Wege in Zukunft wieder kreuzen werden. Ja, bestimmt. Gut, dann suche ich jetzt noch die anderen Flüsse. Wir sind erstmal wieder in die Feste gekommen, um hier mit ihr zu reden. Gereinigt von der Angst. Dies sind wirklich schwere Zeiten. Bitte schön, ich hoffe, du hast jetzt nichts weiter, das waren nämlich tägliche Aufgaben und Bedrohungen. Das will ich nicht machen. Das heißt, wir können jetzt mal noch den letzten Korb zum Gil reinbringen und dann mit Aragorn reden. Ich nehme mal an, dass wenn wir den Korb zum Gil reingebracht haben, dann müssen wir vermutlich eh wieder zurück nach Erynos. Und ich weiß nicht, ob Aragorn uns da jetzt auch nochmal wieder zurückführt. Kann natürlich sein, aber bin ich mir nicht so sicher. Denn diese Sache hier mit den Körben, das ist ja auch eine wiederholbare Aufgabe. Die kann man ja auch dreimal machen. Ich würde, glaube ich, erstmal das als Fokus nehmen. Ja, ich glaube nämlich, es ist weiter weg. Ehe ich jetzt wieder erst in die Richtung reite, dann in die Richtung reite, um dann wieder in die Richtung zu reiten, das ist ja Quatsch. Also reiten wir gleich in die Richtung. Die Körbe sind aufgestellt und wir kommen jetzt auf dem Weg nach Erynos zurück, hier bei Aragorn vorbei. Was bedrückt euch? Ihr habt die Sagt es mir, dann teilen wir uns diese Bürde. Ja, fertig? Gut. Ihr habt die Haradrim gefunden, die aus Pelagie geflohen sind. Sehr gut, Millimack. Ich hoffe, der Feind wird nun nicht mehr von unserem Sieg hier erfahren. Aber etwas scheint euch zu bedrücken. Sagt es mir, dann teilen wir uns diese Bürde. Ihr berichtet Aragorn von den letzten Worten des Hexers, dass die Befehlshaber von Saurons Truppen nicht aufzuhalten sind, nicht einmal durch den Tod. Ich muss gestehen, dass ich diese Gerüchte auch schon gehört habe. Ich kann euch diese Sorge also nicht nehmen. Aber es ändert nichts mehr an meiner Entschlossenheit und ich denke auch nicht an eurer. Uns ist das Leben mehr wert als dem Feind. Daher schmerzt uns jeder Verlust und mehr. Aber das ist gleichzeitig auch unsere Stärke. Denn wir kämpfen entschlossener, um das Leben zu schützen, sogar über unsere Grenzen hinaus. Aragorn lächelt. Aber unsere Aufgabe ist nicht die entscheidende, Millimack. Denn selbst wenn wir von Sieg zu Sieg eilen, bleibt der Feind. Die wahre Aufgabe spielt sich an einem anderen Ort ab und nur wenn sie erfüllt wird, kann Sauron für immer besiegt werden. Eine Anspielung auf Frodos Aufgabe. Es gibt noch viel zu tun und die Zeit ist knapp. Wir alle haben unsere Rolle zu erfüllen und ich denke, es ist wichtig, dass wir sie gut erfüllen. Ich möchte mit den Korsarenschiffen den Fluss hinauffahren und so Minas Tirith zu Hilfe kommen. Ich hoffe, dass wir noch rechtzeitig ankommen und dass wir die Angreifer überraschen und ihnen so einen schweren Schlag versetzen können. Wir haben nicht viel Zeit für Vorbereitungen, aber ich habe meinen Freunden einige Aufgaben übertragen, die uns helfen werden, so bald wie möglich aufzubrechen. Bitte helft ihnen bei diesen Aufgaben. Jeder Moment, den wir vergeuden, ist ein Moment für den Feind. Schließt schwarze Segelaufgaben für die graue Schar ab. 0 von 4. Und danach kriegen wir das Emote, das Banner des Königs. Cool. Das ist ja geil. Okay, cool. Wir haben hier schon wieder Punkte gekriegt, 5 Stück. Dann sind wir jetzt bekannter von Pelagir. Oh, wow, schon bekannter. Okay. Sehr schön. So, dann sieht das ja wohl so aus, als ob hier schon mal 1, 2, 3, 4, ja, alle 4 Aufgaben sind. Da Erwin. Ich möchte die Gefahren des Anduin kennen, bevor wir uns aufs Wasser begeben. Aragorn will mit den Korsarenschiffen den Anduin hinauffahren, aber wir sind keine Seeleute. Wenn das funktionieren soll, werden wir jeden nur erdenklichen Vorteil brauchen. Ich habe daher Amlan in die Stadt geschickt,
um nach Karten zu suchen, die uns bei unserer Fahrt nützlich sein könnten. Wenn ihr bereit dazu seid, dann kehrt in die Stadt zurück und helft Amlan, Karten zu finden, die uns nützlich sein könnten. Pelagir ist die größte Hafenstadt in Gondor und der Fluss führt sicher viel für Transporte genutzt. Es muss doch Karten geben, die den Verlauf und die Gefahren des Anduin zeigen, oder? Ich glaube, Amlan sollte im Marktviertel mit der Suche beginnen. Sprecht mit Amlan im Marktviertel von Pelagir. Nummer 1. Lothrandir? Ich bin noch immer geschwächt von meinem Aufenthalt in Sarumans Verlies. Erschöpft und entmutigt. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Millimack. Ich hatte schon Mühe, mich auf dem Pferd zu halten, das mir Dagoras gestellt hat, um von Rohan hierher zu kommen. Ich bin noch immer geschwächt von meinem Aufenthalt in Sarumans Verlies und selbst ein Schwert zu heben ermüdet mich schon. Ich bin erschöpft und entmutigt. Ich habe mich freiwillig gemeldet, die Schiffe mit Vorräten zu beladen und hatte erwartet, mich durchzubeißen und so die ungewohnte Schwäche loszuwerden, aber Radanir übernahm für mich und schickte mich hierher. Auch wenn es mich beschämt, ich muss zugeben, dass er recht hatte. Ich muss mich ausruhen, um wieder zu alter Stärke zu finden. Verflucht sei dieser verräterische Zauberer. Findet Radanir und helft ihm, meinen Teil der Vorräte auf den Korsaren-Flaggschiff zu bringen. Ihr findet ihn im Westgarten bei einer der Brücken zu den Höfen der Schiffskönige. Sprecht mit Radanir im Westgarten von Pelagir. Okay, Kahlenglad. Es liegen noch viele Entbehrungen vor uns. Schön, dass sie alle die gleiche Stimme haben. Ich mag dieses Land, Millimack. Es erinnert mich an die Wildnis im Norden, der noch immer mein Herz gehört. Die bewaldeten Hänge und die Seen in Nuyal schütteln bestimmt gerade den eisigen Griff des Winters ab und in ein paar Wochen kämpfen sich die ersten Blätter durch die Kälte. Kein Winter dauert ewig an und der Frühling vertreibt jede noch so kalte Erinnerung. Wird es mit diesem Krieg anders sein? Kahlenglad schweigt einen Moment, während er über die Frage nachdenkt. Dann lächelt er und zwinkert euch verschmitzt zu. Radanir hat mir gesagt, dass ihr ihm eine Mahlzeit und Getränke in einem Gasthaus eurer Wahl spendiert, dass er euch, dass ihr ihm eine Mahlzeit, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir hatten abgemacht, dass er mir eine spendiert, aber gut. Wenn das hier alles vorbei ist. Wenn es euch recht ist, würde ich mich euch gerne anschließen. Ich freue mich schon auf unser Zusammentreffen, aber es liegt noch viele Entbehrungen vor uns. Und bei all dem Gerede habe ich ganz vergessen, euch etwas zu sagen. Halbarad möchte, dass ihr zu ihm kommt. Er ist schon wieder in Pelagir. Wenn ihr gleich aufbrecht, müsstet ihr ihn am nordwestlichen Zugang der Stadt finden. Sprecht mit Halbarad in der Nähe des nordwestlichen Eingangs nach Pelagir. Okay. Langlass. Habt ihr in der Schlacht mitgekämpft? Habt ihr in der Schlacht mitgekämpft, Millimack? Mich überkam große Angst, als die Schatten sich in die Schlacht stürzten. Und ich muss zugeben, dass ich gerne geflüchtet wäre, genau wie die Korsaren. Aber bevor mich die Angst übermannen konnte, spürte ich eine Hand auf meinem Arm und die Angst war verflogen. Und wisst ihr, wer das war? Kelariand, der junge Waldläufer, den ich in Erid Luin unter meine Fittiche genommen habe. Er ist nun nicht mehr ganz so jung und unsere Reise hat ihn stark gemacht. Es war eine Ehre, an der Seite von Aragorn zu stehen und die Anwesenheit von Kelariand, kenne ich überhaupt nicht, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir den schon mal gesehen hätten, war sehr beruhigend. Ich bin stolz darauf, ihn Bruder nennen zu dürfen. Als die Korsaren geflohen sind, haben viele von ihnen ihre Waffen fallen gelassen. Mendan ist aufgebrochen, um die herrenlosen Waffen einzusammeln. Findet ihn am nordwestlichen Eingang nach Pelagir und helft ihm bei seiner Aufgabe, denn es gibt sehr viele Waffen einzusammeln. Sprecht mit Mendan am nordwestlichen Eingang nach Pelagir. Okay, wir sollen also auf jeden Fall nach Pelagir, ich habe es verstanden. Ich werde aber trotzdem nochmal vorher diese andere Aufgabe in Erenos wieder abgeben. Das hier mache ich mal weg, sonst zeigt er mir nämlich immer nur wieder den Aragorn an. Das hier war das. Das werden wir auf jeden Fall vorher noch machen und dann geht's für uns nach Pelagir. Und da sind wir wieder bei der guten Dame. Bitte sehr. Oh, was kriegen wir denn da? Da kriegen wir wie viel Ruf für? 500 Punkte Ruf. Nicht schlecht. Ich reite hier nochmal ganz kurz hier hinten hin. Nicht, dass ich hier aus Versehen irgendwas vergessen habe. Außerdem ist hier ein Schmiedemeister.
kann ich gleich mal meine Waffe neu schmieden und dann gehen wir nämlich nach Pelagir. Wir erreichen Pelagir und hier vorne stehen schon gleich zwei unserer Auftraggeber. Einmal den Mandan, von dem ich noch nie gehört habe. Als die Korsaren geflohen sind, haben sie ihre Waffen fallen gelassen. Und auch der hat die Stimme von Bingo Boffin. Ah, Langlass hat euch geschickt, um nach mir zu sehen. Das wäre nicht nötig gewesen, Millimark. Mandan rutzelt die Stirn. Nun ja, vielleicht war es doch nötig. Ich habe angefangen, die Waffen der Korsaren einzusammeln, aber es ging nur langsam voran. Also habe ich beschlossen, dass meine Fähigkeiten anderweitig nützlicher einzusetzen wären. Na, super. Ihr wisst, dass ich Salben anmischen und anwenden kann, oder? Nein. Es gibt viele Verletzte hier, denn meine Fähigkeiten nutzen würden. Ich werde mich um sie kümmern. Wie dem auch sei. Kelariant sammelt bereits die Waffen ein. Ihr könnt gerne zu den Docks gehen und ihm bei dieser Aufgabe helfen, wenn ihr wollt. Sammelt an den Docks von Pelagir weggeworfene Korsarenschwerter ein. 8 Stück. Halberat. Statue von Thorongil. Das Auftauchen der Schatten belastet so manchen von uns. Ich würde Aragorn überall hin folgen, Millimark. Und jetzt, wo ich hier stehe, mit Rauch in der Nase und der frischen Erinnerung an die Schlacht, fühlt es sich so an, als wäre ich es bereits. Ich bin nicht zurückgeschreckt, als er uns über die Dimholzstraße führte oder durch den Berg mit all den Schatten um uns herum. Aber ich bin froh, dass sie fort sind. Es ist wieder die Natur, nach dem Tod in dieser Welt zu bleiben. Ein Elb hat mir einmal gesagt, dass der Tod ein Geschenk für die Menschen sei, aber erst heute habe ich verstanden, was er damit meinte, und ich glaube, er hatte recht. Das Auftauchen der Schatten belastet so manchen von uns, vor allem Guludir scheint von der Reise durch den Berg gezeichnet, findet Korunir, er ist irgendwo südlich von hier. Er kann euch vielleicht sagen, wo ihr Guludir findet, denn die beiden halten zusammen wie Pech und Schwefel. Sprecht mit Koronir, er befindet sich irgendwo südlich von Halberath in Pelagir. Aha. Okay. So, dann war ja irgendwie einer am Markt, ne? Sprecht mit Radanir. Genau, einer ist hier und einer ist hier, würde ich sagen. Und hier sind schon unsere Aufgaben. Wo ich hatte ja schon gesehen, es gibt hier auch noch zwei weitere Questgeber. Wir gehen mal hier runter. Also mindestens zwei weitere Questgeber gibt es hier in dem Ort noch. Hier unten ist Radanir. Scheint, als würde mir Techeron ein paar Münzen schulden. Millimak. Wir hatten gewettet, was zuerst passieren würde. Lothrandir kommt zurück und versucht, die Kisten zum Schiff zu bringen, oder ihr taucht auf, um seine Arbeit zu erledigen. Ich hatte nie einen Zweifel daran, dass ihr es sein würdet. Und nun habt ihr mir auch noch ein paar Münzen eingebracht. Ich danke euch, dass ihr so ehrenhaft seid und vorhersehbar. Radanir lacht. Die hier müssen auf das Korsaren-Flaggschiff, denn dort ist am meisten Platz. Techeron wartet auf dem Flaggschiff auf die Vorräte. Er ist im südlichen Dock im Marktviertel festgemacht und ihr könnt es nicht verfehlen. Es ist das größte Schiff dort. Sammelt die Vorratskiste bei Radanir im Westgarten ein. Garten? Was für ein Garten? Soll ich die alle einzeln einsammeln oder nehme ich eine und trage die dann dahin? Ich nehme eine und trage die dann dahin. Techeron. Bitte, Techeron dankt euch widerwillig für die Vorräte, auch wenn er so die Wette verloren hat. Tja. So ist es halt. Sammelt die Vorratsberater hier. Okay, wir müssen also wahrscheinlich alle drei machen oder so. Alles klar. Die hätten wir. Okay, dann nehmen wir uns halt noch die anderen Kisten, ne, bei Radanir. Und dann mache ich das hier noch 2-3 Mal oder wie oft auch immer. So, wir haben jetzt auch noch ein Fass hierher gebracht. Es schmerzt mich, Lothrandir, so geschwächt, so müde zu sehen. Er fühlt sich ungefähr so, wie du redest. Wartet mal, Millimak. Wusstet ihr, dass Radanir und ich eine kleine Wette laufen haben? Nur um uns etwas zu unterhalten, also nehmt euch die Sache bitte nicht zu sehr zu Herzen. Ich habe gewettet, dass Lothrandir in die Stadt zurückkommen und die Schiffe fertig beladen würde, nicht ihr.
Ich wollte damit nicht eure Kraft oder eure Fertigkeiten in Frage stellen. Jeder weiß von euren großen Taten und wie sehr ihr uns auf dieser Reise schon geholfen habt. Hahaha. Nein, ich habe diese Wette geschlossen, weil Lothran dir immer so zäh erscheint. Er hat sich schließlich dafür entschieden, in Forochel zu leben. Solch unwirtliche Orte bringen robuste Männer hervor und Lothran dir war zuvor schon sehr stark. Er war der zäheste Waldläufer, den ich je getroffen habe und nun, vielleicht war das der Grund für meine Wette, Millimack. Ich konnte einfach nicht glauben, dass man Lothrandir seine Kraft nehmen kann, aber Saruman hat ihn zu einem Schatten seiner selbst werden lassen. Was er im Verlies des Zauberers durchgemacht hat, hätte jeden anderen das Leben gekostet, daran habe ich keinen Zweifel. Es schmerzt mich, Lothrandir so geschwächt, so müde zu sehen. Ich denke, ich habe gegen euch gewettet, da ich gehofft hatte, dass Lothrandir doch nicht so schwach ist. Es tut mir leid, dass ich so viel eurer Zeit in Anspruch genommen habe, aber ich wollte euch das nur wissen lassen. Sprecht mit Lothrandir im Lager der Schatten, okay? Dann ist die Aufgabe offenbar schon mal abgeschlossen. Das war das eine. Sprecht mit... Was haben wir hier noch? Als Fokus entfernen. Was ran dir im Lager der Schatten? Nee, und diese anderen Sachen müssen wir aber noch machen. Also ich würde allerdings sagen, wir sollen die Korsanschwerter wieder zum Mann dann zurückbringen. Das können wir ja mal machen. Vielleicht will der ja dann auch, dass wir wieder ins Lager der Schatten gehen. Dann hätten wir schon mal 2 von 4 Sachen erledigt. Den Rest machen wir dann aber beim nächsten Mal, denn durch diese doch sehr langen Texte geht die Zeit immer schneller voran, als man denkt. Und wir haben ja jetzt auch schon wieder na, mindestens eine oder sogar 2 kleine Instanzen gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ach so, hier sind die anderen. Dann können wir ja kurz nochmal mit denen reden. Hilfe und schon mache ich wieder was anderes. Amlan. Selbst wenn ich nie wieder eine Kiste sehe, wird das noch zu bald sein. Ich suche schon seit dem Ende der Schlacht nach Karten, Millimack. Leider erfolglos. Selbst wenn ich nie wieder eine Kiste sehe, wird das noch zu bald sein. Hä? Die Kisten in diesem Gebiet habe ich alle durchsucht. Der einzige Ort, an dem ich noch nicht gesucht habe, ist im Nordwesten, ganz am Ende des Marktviertels. Ich glaube zwar nicht, dass sich die Karten dort Flusskarten finden, aber um sicher zu gehen, sollten wir sie dennoch durchsuchen. Sucht die Karten im Marktviertel nach Flusskarten ab. Und mit wem sollten wir noch reden? Sprecht mit Kohn, er befindet sich irgendwo südlich von Halberath in Pelagir. Und wo? Hier vermutlich. Das ist der einzige, mit dem wir noch reden sollen. Dann machen wir das, dann haben wir wenigstens alles schon mal angenommen. Müssen wir hier rüber? Ja, müssen wir. Aber wir können auch die nächste Brücke nehmen. Müssen wir eigentlich genau bei ihm rauskommen. Wobei er natürlich da oben ist. Kommen wir denn hier hinten auch nach oben? Ich sag halt, diese Stadt ist wirklich schrecklich. Hier ist eine Treppe. So, Konia. Mir ist nicht danach zu reden. Mir ist nicht danach zu reden, Millimack. Dies war eine zehrende nicht danach zu reden, guck mal, wie viel der hier sagt. Dies war eine zehrende Erfahrung für uns alle. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Als ihr euch umdreht, um zu gehen, hebt Koronir seine Hand. Es tut mir leid. Mir geht es gut. Was kann ich für euch tun? Ihr erzählt ihm, dass ihr Golodir sucht und gehofft hattet, dass er euch sagen kann, wo ihr ihn findet. Golodir ist der Grund für meine schlechte Stimmung und ich möchte nicht mehr mit ihm sprechen. Oh, erinnert ihr euch noch an seine Laune in Angmar, bevor die graue Schar versammelt wurde? Ich dachte, er hätte das hinter sich. Die Reise schien ihm sogar gut zu tun, aber in Tourmont war es wieder da. Das sanfte Lachen des Mädchens Venda half noch nicht einmal. Hä? Ach so, ja, die haben wir da aus irgendeinem Loch befreit. Aber wie die Flut in den Schwefelbecken von Malenhardt kehrte auch seine üble Laune zurück. Jetzt schreit er sogar seine Freunde an. Wenn ihr ihn suchen solltet, ich habe ihn auf einem der Decks im Süden zurückgelassen. Er starrte einfach aufs Wasser hinaus. Falls er euch darüber euch gegenüber auch unfreundlich ist, sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Sprecht mit Golodir befindet sich irgendwo südlich von Koronir in Pelagir. Nee, also wir bringen das jetzt erstmal wieder zurück und ja, wie gesagt, dann ist für heute nämlich Schluss und den ganzen restlichen Kram und auch die anderen 1 oder 2 Aufgaben, die es hier sonst noch zu tun gab, die machen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal.
Also ich finde, dafür, dass es so eine große Stadt ist, schien es hier gar nicht so viel zu tun zu geben. Wie ich sehe, hattet ihr mehr Erfolg beim Sammeln der Waffen als ich. Ja, wunderbar. Da haben wir nämlich seine auch erfüllt. Ah, ihr hattet mehr Erfolg beim Sammeln der Waffen als ich, aber auch ich habe helfen können. Diese Leute hatten Glück, denn ich war hier und konnte ihre Wunden versorgen. Ich weiß, dass der Plan lautet, die Stadt zu verlassen, und ich weiß auch, dass es nötig ist, aber wir sollten versuchen, so vielen Leuten wie möglich zu helfen. Ich werde diese Waffen in ein Fass stecken und Kelariant fragen, wohin es gebracht werden soll. Ihr solltet zu Langlast zurückkehren und ihm sagen, dass ich für den Rest unserer Reise auf halbe Ration sein werde. Ich möchte einen Teil meiner Vorräte an die Familien spenden, die der Angriff aus Umbar am schwersten getroffen hat. Das ist aber nett. Sprecht mit Langlast im Lager der Schatten. Okay, gut, aber dann ist an dieser Stelle Schluss für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.